Wenn wir einen Münzstapel seitlich verschieben, ändern wir zwar die Form des geometrischen Körpers, aber das Volumen bleibt gleich. Genau das sagt das Prinzip von Cavalieri aus. Zwei Körper besitzen dasselbe Volumen, wenn ihre Schnittflächen in Ebenen parallel zu einer Grundebene die gleiche Fläche haben. Die Grundfläche muss nicht überall gleich sein, es muss nur gelten, dass die Fläche in einer gewissen Höhe übereinstimmt. Das Volumen einer geraden Pyramide ist genauso groß wie das Volumen einer schrägen Pyramide, vorausgesetzt, das Prinzip von Cavalieri ist erfüllt. Wichtige dreidimensionale geometrische Körper sind der Quader, der Zylinder und das Prisma. Ein Quader hat das Volumen a mal b mal c oder Grundfläche mal Höhe. Diese Gleichung Volumen gleich Grundfläche mal Höhe gilt aufgrund des Prinzips von Cavalieri auch für andere geometrische Körper, vorausgesetzt, sie haben in jeder Höhe die gleiche Grundfläche. Etwa für einen Zylinder oder für ein Prisma. Man kann einen Würfel in drei gleich große Pyramiden unterteilen. Das bedeutet, jede dieser Pyramiden hat das Volumen ein Drittel Grundfläche mal Höhe. Aufgrund des Prinzips von Cavalieri gilt das nicht nur für quadratische Grundflächen, sondern für jede Art von Grundfläche. Ein Kegel hat zum Beispiel eine runde Grundfläche, pi r Quadrat. Das Volumen eines Kegels ist ein Drittel g mal h. Der aufgerollte Kegelmantel ist ein Kreissegment. Aus dem Pythagoras können wir die Seitenlänge eines Kegels s ermitteln. Diese Seitenlänge entspricht dem Radius in dem Kreissegment. Der Winkel des Kreissegmentes alpha verhält sich zum Vollwinkel 360 Grad, sowie die Länge des Kreissegmentes 2πr zum gesamten Kreisumfang 2πs. Entsprechend ergibt sich die Fläche des Kreissegmentes zu pi mal s Quadrat durch alpha durch 360 Grad oder mit der eben abgeleiteten Beziehung zu r mal s mal pi. Wir haben eine Pyramide mit der Grundfläche pi r Quadrat und dem Volumen ein Drittel g mal h. Wenn wir den Radius r verdoppeln, die Höhe gleich lassen, vervierfacht sich die Grundfläche und vervierfacht sich auch das Volumen. Wenn wir den Radius gleich lassen, die Höhe verdoppeln, bleibt die Grundfläche gleich und das Volumen verdoppelt sich. Wenn wir sowohl Radius als auch Höhe verdoppeln, vervierfacht sich die Grundfläche und verachtfacht sich das Volumen. Wir haben einen Kegel, zum Beispiel eine Eiswaffel, mit dem Radius 5 cm und der Höhe 12 cm. Die Grundfläche des Kegels ist pi r Quadrat, also 79 Quadratzentimeter. Das Volumen des Kegels ist ein Drittel Grundfläche mal Höhe, also 314 Kubikzentimeter. Die Kegelfläche erhalten wir aus der Formel r mal s mal pi. S erhalten wir nach Pythagoras aus dem Wurzel von h² und r² zu 13 cm, also ergibt sich die Fläche des Kegelmantels zu 204 Quadratzentimeter. Der ausgerollte Kegelmantel ist ein Kreissegment. Der Winkel an diesem Kreissegment alpha entspricht 138 Grad.